Servus Leute und herzlich willkommen zum letzten Race von unserer 250er Westen Championship Runde. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt so sagt. Ja gut, ich meine, wir starten einfach mal rein. Stellen wieder auf Profi. Ich habe es mir in den Kommentaren durchgelesen und alle sagen, yo, das ist viel spannender, wenn du auf Profi stellst und du bist eh so weit vorne. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das einfach auf Profi und werde, wenn ich jetzt das fertig habe, erstmal ein paar Einzelspielerrennen auf Profi machen, um das ein bisschen zu üben. Also wird es die nächsten Tage erstmal ein paar Einzelspielerrennen geben und wir können jetzt das Event mal starten und schauen, dass wir im letzten Rennen dieser Runde nochmal alles rausholen. Vielleicht ist die Strecke auch ein bisschen einfacher als die letzte, da die schon ziemlich schwierig war und die mich fast zum Weinen gebracht hat. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Strecke ein bisschen leichter wird und die Gegner nicht ganz so gut fahren. Ja, wir werden es sehen. Ich bin ja gar nicht so schlecht gefahren, aber die Strecke war halt echt nicht so meins. Und jetzt fahren wir hier Seattle. Schauen wir mal, was hier abgeht. Der Gate Drop. Let's go. Letztes Rennen. Heute entscheidet sich, wer die Championship gewinnt. Wow. Sie haben den X-Racer Hole Shot gewonnen. Yes. Geil. Aber ich fahre ziemlich bad. Wow. Wow, ich muss mich hier übel konzentrieren, Leute. Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Auf jeden Fall würde ich gerne in die Top 10. Ah, schon abgestiegen. Ich hab kurz gedacht, ich schaff's. Ich springe schon immer gar nicht so schlecht. Das sind komische Whoops auf jeden Fall. Oh, was für ein schlechter Sprung. Obwohl, ging eigentlich. Ich hatte erst gedacht, boah, der drückt mich hier ziemlich nach außen, der Kollege. Über den springen wir gleich einfach drüber. Boah, Fünfter. Ja gut, läuft gar nicht so schlecht. Wir müssen uns natürlich erst wieder an die Strecke gewöhnen. Schauen wir mal. Boah, ist gar nicht, ist echt nicht so bad gerade. Oh. Und jawoll. Boah, Alter, wie weit sind wir denn gesprungen? Das ist ja nur noch krass. Okay, das bin ich ganz gut gefahren, würde ich sagen. Hopp. Oh, ich muss die weiter ausfahren, die Kurven. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. What? Was? Als ob. Ich habe gedacht, das war optimal. Also, ich bin hier in der Spitzengruppe, bin ich auf jeden Fall dabei. Gut, ja, habe ich jetzt, bin ich dem einen da schön auf den Kopf gesprungen. Es ist sehr, sehr anstrengend. Aber ich fahre gar nicht so schlecht. Wuhuhu. Ja, ein bisschen mehr nach hinten legen. Oh nein, da bin ich hängen geblieben. Ein Wheelie haben wir hier gemacht. Ja, was fährt er denn da außerhalb der Strecke, der Kollege? Also zweiter Platz, das ist ja... Also das ist wirklich perfekt. Yo! Woohoo. Und Jump! Jawohl, der Sprung war jetzt ein bisschen besser. Nicht auf die Fresse gelegt. Wow, 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 wow. Die sind wir jetzt nicht so geil gefahren. Das war besser in der zweiten Runde. Jawohl, aber es sieht schon gut aus. Also wir sind Zweiter, sind 3 Sekunden hinterm Ersten. Ja, seit wann springe ich denn zu weit? Also seit wann passiert mir denn sowas? Wow. Ja, Strecke verlassen, ich weiß. Habe ich mitbekommen. Ach. Jawohl.
Jetzt nicht ganz so schnell da über den Hügel. Wir wollen ja nicht zu weit springen da in der Kurve. Yo, wir sind Erster. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub es nicht. Wir sind in der dritten Runde und wir sind Erster. Nein, und dann lege ich mich auf die Schnauze, weil ich nicht gesprungen, also weil ich nicht mitgegangen bin mit dem Körper. Ja, das sieht schon wieder besser aus. Aber wir sind schon wieder auf dem ersten Platz. Ja, da hätte ich auch mitgehen müssen. Das ist immer schwierig, wenn man die Strecke halt wirklich nicht hundertprozentig kennt. Dann denkt man immer, okay, ich springe jetzt mal nicht. Ich versuche es mal nicht irgendwie mitzugehen mit dem Oberkörper so, mich da voll reinzulegen. Als ob, warum? Scheiße, voll innen gefahren, aber war okay. Dadurch komme ich hier jetzt gut nach außen. Spring hier ziemlich gut, würde ich sagen. Und hopp. Schon wieder so weit. Seit wann habe ich das Problem, dass ich zu weit springe? Boah, jawohl. 3,5 Sekunden vom ersten. 4, sage ich schon fast. Ups, ups, nein. Warum lege ich mich denn so aufs Maul? Das ist nicht cool. Und da schön durch die Wurps durch und hopp. Boah, hier wieder so mega weit gesprungen und dann oh nee. Boah, er hat auch hier gute Probleme da, der Kollege. Okay, hier haben wir so einen Ansatz von einem Whip gemacht. Boah. Da dachte ich auch kurz, wir legen uns aufs Maul. Der Kollege ist ziemlich knapp hinter mir. Das bin ich gut gefahren. Da bin ich ganz gut durchgekommen. Jetzt schauen wir mal hier, was wir hier machen können. Vielleicht nicht ganz so weit jetzt mal, dass wir uns mal nicht auf die Schnauze legen. Jawohl. Letzte Runde, Freunde. Oh, nein, 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 nein. Oh, wenn man so scheiße in die Whoops reinkommt. Kacke. Oh. Jo, bitte, meine Nase läuft auch schon wieder. Hey, wir nehmen doch gar keine App-Show auf. Warum läuft meine Nase? Das gibt es doch nicht. Warum legst du dich denn jedes Mal aufs Maul, wenn ich springe? Schwein. Oh ja, das sieht auch fein aus hier. Eine Sekunde Vorsprung. Boah, das ist so hart spannend. Oh, nicht so weit springen. Und in die Kurve reinlegen und hier schön durchfahren. Jawohl. Fahr die mal gut jetzt. Jawohl. Nicht so weit jetzt mal. Jawohl, so gefällt mir das. Jetzt kenne ich halt die Strecke ein bisschen. Jetzt weiß ich echt, was ich machen muss. Okay, der war ein bisschen zu kurz oder halt ein bisschen zu lang, wie immer, wie wir es kennen. So, jetzt hier die Kurve nochmal. Alter, der Typ ist so knapp hinter uns, ne? Boah, da ist er. Nein, bitte. Ja. Ja, bitte. 0,4, 0,3. Boah, wie spannend ist das denn? Boah. Yo! Alter, was war das für ein krasses Rennen? Oh mein Gott! Fly Racing Kinetic Flash Helme haben wir freigeschalten. Und Seattle die Strecke. Sie haben eine Trophäe verdient, 250 West. Und wir haben 250 Osten freigeschalten. Krass, ich bin Erster geworden auf Profi, Leute. Mit 0,26 Sekunden Vorsprung vor Cooper Webb. Und hier, bam, 15 Punkte Vorsprung vor Cooper Webb. Und Justin Buggel ist auf dem dritten Platz. Krass, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Karriere Westen, 250 geschafft mit Gold. Geil. Geil, auf Profi haben wir gewonnen einfach. Wie gut ist das denn? Anscheinend bin ich schon ein Profi. Ja, nice. Also, Leute, ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass ich das Rennen wirklich gewonnen habe auf Profi.
Aber ich muss sagen, die ersten paar Runden bin ich halt nicht ganz so gut gefahren, weil ich die Strecke nicht kannte. Nachher wurde es dann immer besser. Ja, wusste ich dann, wann ich weit springen muss, wann eher nicht so weit. Das war's mit der 250-Westen-Karriere. Ich habe jetzt ja gesagt, ich mache ein paar Einzelspielerrennen. Schau mir noch mal ein paar Mal die Strecken an. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, ich mache so drei Einzelspielerrennen ungefähr. Und ab Montag geht es dann in 250 Osten. Da geht es dann wieder ab, Championship. Und dann schauen wir mal, ob wir die auch auf Profi spielen. Wir werden es sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder im nächsten Video. Macht's gut. Fahrt weiter mit der Cross. Probiert das alle in echt aus. Ich will es auch unbedingt machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.